Unsere Runde ist grösser geworden. Ich begrüße unseren Schiedsrichter-Experten, den Nadir Mandioni. Nadir, wir müssen zwei Szenen mit dir anschauen. Ja, wie sagt man dem eigentlich auf Schweizerdeutsch, das, was da passiert ist bei diesen Spielern? Das ist der Spieler crasht in Schiedsrichter rein. Redest du da von einem Unfall oder was ist das? Ja, also es gibt sogar Regel Nummer 40 im Regelbuch, wo man von physischen Tätigkeiten redet. Also sobald es einen Kontakt gibt mit dem Schiedsrichter, dann geht es in die Richtung. Und man muss es so sagen, man sagt einfach auf Englisch auch «Don't touch the ref». Also das ist der Grundsatz, wird hochgehalten. Und auch die Verstöße, die wir eben jetzt werden sehen, es gibt so drei Kategorien in dem Regelbuch, wo wir neu haben in dem Unified. Und sobald es eben eine Tätigkeit gibt, also ein Kontakt, ein physischer Kontakt zwischen dem Spieler und dem Schiedsrichter, geht es gerade in Kategorie 2. Und da würde ich auch noch kurz erwähnen, Kategorie 2 ist in der Schweiz so bestimmt worden, dass es mindestens 3 Spielsperren bis maximum 7 Spielsperren ist. Das ist recht tough. Und die Aktion sollte man eigentlich jetzt mal miteinander anschauen, dass man da in Detail gehen, warum 3 respektive 5. Sehr gerne, leg los, Nadir, wir schauen rein. Also da haben wir eben den Chris, der jetzt den Baltisberger, der unbremst in die Schiedsrichter geht. Man muss sagen, der Spieler ist in der Verantwortung, der Schiedsrichter hat hinten keine Augen, er sieht den Spieler nicht kommen. Und ja, es ist halt wirklich ungeschickt vom Spieler, das Unbremsen reingehen, er minimiert, er versucht wieder mal auszuweichen. Und darum hat der Einzelrichter schlussendlich nach den Fakten auf 5 Spielsperren entschieden. Sprich, er hat das Mittelmaß genommen zwischen 3 und 7 Spielen. Das ist aber nicht der einzige Spieler, der gesperrt worden ist. Es hat noch einen zweiten Fall gegeben. Schauen wir uns vielleicht auch die Szene schnell an, weil das Strafmaß anders ausgefallen. Richtig, das ist auch letzte Woche passiert. Da ist Anjoua Biel, der Biel-Spieler, sieht man dann nachher oder hat man kurz gesehen, an der Band entlang jetzt rein, auch dort unbremst in die Schiedsrichterin. Es ist zwar nur ein leichter Kontakt, er trifft ihn mit dem Schlittschuh, mit dem linken Schlittschuh vom Spieler trifft er den Schlittschuh vom Schiedsrichter. Der Schiedsrichter sieht es auch nicht, weil er hinten keine Augen hat und geht um. Und auch das geht eben unter Kategorie 2. Man sieht auch, dass der Spieler nicht einmal sich entschuldigt, respektive gerade weiterfährt. Aber da haben natürlich auf Mittelmaß, also respektive das Mindestmaß hat man da entschieden, sprich 3 Spielsperren hat da der Einzelrichter entschieden, was aus meiner Sicht auch okay ist. Also da sehe ich auch nicht irgendwie eine gleiche Situation, die wir vorher gesehen haben mit dem Chris Baltisberger, ist ja noch ein bisschen anders. Also wir wollen da schnell ein bisschen drüber reden und vor allem auch noch die Reaktion uns schnell zu Gemüte führen, die vom Chris Baltisberger kam. Er hat sich geäußert auf Instagram. Leider fehlen mir immer noch die Worte. Für einen Unfall so bestraft zu werden, ist für mich unbegreiflich. Aufgrund der vielen Reaktionen im Hockey-Umfeld weiss ich aber, dass es eine Veränderung braucht. Also er, merkt man da, ist mit dem Strafmaß überhaupt nicht zufrieden, findet er ist hart bestraft worden. Reden wir schnell über die Baltisberger-Szene. Wie siehst du die, Sven? Ja, also 5 Spiele für das. Also der das Regelbuch gemacht, absolute Tischbombe. Also kannst du nicht für das vergehen, kannst du nicht 5 Spiele gesperrt werden, sorry. Also, bist du einverstanden? Wir haben schon, also, gesperrt, borderline schon, sage ich mal. Wenn, gib ihm ein Spiel. Aber und das Zweite, da müssen wir, ich sage es nicht zum Zweiten. Also, bleiben wir schnell bei dem. Komm, Nadir, also, wir holen die wieder dabei. Come on, hey. Come on, ref. Also, ich muss zuerst ausholen. Es gibt ein Regelbuch mit den 3 Kategorien. Aber in der Schweiz haben letztes Jahr Clubvertreter, sprich General Managers, haben ein Meeting gehabt im August 2021 und haben entschieden, dass bei so Kategorie 2 mindestens 3 Spielsperren. Und da kann der Schiedsrichter respektive die Schiedsrichterorganisation nichts dagegen machen, sprich es ist der Einzelrichter, der das nimmt und zur Kenntnis nimmt und dementsprechend auch muss den Spieler bestrafen. Und darum ist er da auf mindestens 3 Spielsperren gegangen im Fall vom Bieler Spieler. Eben 3 muss es geben und Clubvertreter haben wählen, dass man auch die Spieler wirklich härter bestraft. Ja, ich bin verstanden. Der Einzelrichter kann nichts mehr machen. Der macht jetzt einfach das Büchli Seite 4 auf und sagt, schau, dort steht. Nach dem Komma. Er hätte ihm 3 können geben, statt 5, oder? Jetzt für die Kategorie 2. Das ist zu viel. Ja, aber der Spielraum ist natürlich gross. 3 bis 7. Ja, genau. Und jetzt nimmt er 5. Und ich finde, es ist recht am oberen Mass. Wir verstehen, wenn das Reglement so ist, dass es 3 gibt, bei einem Kontakt, dann ist es 3. Dann ist es einfach die Regel, das kennt jeder. Aber ich finde jetzt so, dass man dort noch 2 oben drauf packt, finde ich jetzt eher viel. Ich habe das Gefühl, es hat das 3 hat es sehr wahrscheinlich auch da in dem Fall oder ein 4 vielleicht. Aber es ist müßig zu diskutieren. Don't touch the ref ist der Grundsatz und den kennen alle. Ja.
Und jetzt schauen wir uns die nächste Szene an. Die Frage ist eben, passiert es halt manchmal einfach in der Hitze des Gefechtes oder hätte man es wirklich noch können verhindern? Und vielleicht schauen wir uns die Szene nochmal an von eurem Spieler von EAC Biel, Ueli. Sag doch mal du, wie du die siehst. Ja, die ist sicher auch sehr unnötig gewesen, oder? Man sieht hier, dass er eigentlich in die Mitte im Spiel folgen will und er dreht sich schon weg und kommt mit dem Schlittschuh am Schiedsrichter. Also das war sicher nicht Absicht gewesen, da bin ich voll beim Nadir, das sehe ich überhaupt nicht. Aber wenn die Regel heisst, du darfst den Schiri nicht anrühren, dann darfst du ihn nicht anrühren. Dann ist das 3 korrekt. Ich sehe nur nicht, warum das 10. um 2 Spiel schlimmer ist als das andere. Mit dem habe ich ja Mühe. Nadir, wie siehst denn du das? Ja, die Unterschiede zu diesem Strafmaß? Ja, es ist natürlich die Wucht. Also ich sage jetzt, man sieht, wie der Chris hinter dem Goal kommt und er hat eigentlich Zeit, um das Tempo rauszunehmen, um sogar einen Move machen nach rechts, sprich Richtung offenem Eisfeld, aber er macht nichts, er fährt. Man sieht es jetzt, er fährt und fährt und plötzlich checkt er den Schiedsrichter. Also er nimmt das Tempo nicht raus, er versucht nicht ausweichen und das ist für mich fahrlässig muss ich sagen. Nochmal, keine Absicht, sagen Sie mal, er will ihn nicht verletzen, aber trotzdem, er unternimmt nichts, er ist in der Verantwortung und darum verstehe ich, dass man da richtig Mittelmaß geht. Ob das jetzt 5 Spiele sind, das ist halt jetzt in dem Ermessen zwischen 3 und 7. Ja, also unter anderem ist der Guillaume Maillard, dass man mal den Namen schnell erwähnt hat, der Bieler Spieler, der die 3 kassiert hat. Adi, es gibt vielleicht noch eine Frage, die mich noch interessieren würde in diesem Zusammenhang. Dass es zu solchen Situationen kommt, das hat ja irgendwo auch Komponenten vom Stellungsspiel vom Schiedsrichter. Wo steht der Schiedsrichter in welcher Spielsituation? Man sagt hier häufig bei Check gegen Bande so, ja, der hat sich halt selber auch nicht geschickt angestellt. Wird das bei diesen Situationen, bei Kontakt mit dem Ref auch angeschaut, wie gut oder schlecht der Schiedsrichter steht? Also vor allem jetzt, wenn wir es gerade vielleicht nochmal angeschaut haben mit dem Cedric Borga, der selber sogar Ausbildner ist für den Schiedsrichter. Aus meiner Sicht, er fährt langsam retour. Das heisst, er haspelt nicht, er geht weder links noch rechts. Ist es so, dass er sogar den Spieler aus dem Spiel nimmt, sage jetzt mal von sich selber aus, sondern er fährt einfach langsam mit dem Spieler retour. Und da kann ich ihm nicht unbedingt, oder kann ich ihm nicht einen Vorwurf machen, so wie er jetzt im Stellungsspiel ist. Aber selbstverständlich, das muss man natürlich auch berücksichtigen, das sollte man auch berücksichtigen. Wenn der Schiedsrichter natürlich sich nicht richtig verhält, dann muss das natürlich auch berücksichtigt werden vom Einzelrichter. Ja. Ja. Ich habe die Stellungnahme, habe ich gelesen, die 4-seitige Stellungnahme, und sie geht wirklich rein, oder der Einzelrichter ist wirklich reingegangen, sowohl in die Spielersituation wie auch in die Schiedsrichter-Spielsituation. Genau, der Cedric Borga war Schiedsrichter bei dieser Chris Baltisberger-Szene. Und die Stellungnahme, die empfehle ich dir auch und vielleicht allen anderen, die mehr wissen zu dem Thema, weil die kann nämlich jeder Hockey-Fan und jede Zuschauerin und Zuschauer abladen und anschauen auf der Seite von der National League oder von der Swiss Ice Hockey Federation, ist das Ganze drauf, das Urteil und auch die Begründung vom Einzelrichter. Es lohnt sich wirklich, das einmal nachzulesen, vielleicht um die Begründung besser zu verstehen. Also